Na, könnt ihr euch erinnern? Der T-Rex vor nicht allzu langer Zeit. Wie geil ist das denn? Der spielt Fußball. Ich spiele Fußball. Wie geil ist das denn? Hat der Messi, der übelste Messi. Geil. Das kann nur Messi. Ja, vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier endlich die Mission fertiggestellt. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass dieses Gebiet hier fertig ist. Wir sind jetzt mit dem Christianpark fertig. Das hat nicht mal allzu lange gedauert. Geile zwei Parts hat es gerade mal gedauert. Und ja, das nächste Gebiet, das ich jetzt machen möchte für euch, ist das Nobelviertel. Das ist das hier. Und ja, da bin ich natürlich schon mal sehr gespannt, was uns hier alles noch erwarten wird. Es ist irgendwie nicht so viel. Das Gebiet ist riesig. Absolut riesig. Aber nur 10 Kostüme, nur 4 Autos und nur 17 goldene Steine. Das finde ich ist ganz schön wenig. Nun denn, dann würde ich sagen, Augen auf. Und wir packen es einfach mal an. Diese Brücke können wir direkt danach dann, glaube ich, machen. Was ist denn das für eine? Die Blackwell-Brücke. Ja, die können wir da direkt danach machen dann. So, aber erst Wo ist mein konzentrieren wir uns Auto? auf das Nobelviertel. Was gibt's denn hier alles? Fast alles. Gut. Naja, mit 17 goldenen Steinen eher einer Gebiete, die weniger zu bieten haben. Das heißt aber noch lange nichts. Zum Beispiel haben wir dieses riesige Stadion. Wäre doch gelacht, wenn hier nichts wäre. Dementsprechend werde ich mich jetzt erstmal umgucken. Nachdem das Gebiet jetzt echt riesig ist, könnte es wieder etwas länger dauern. Einfach nur alleine schon wegen den Laufwegen. Aber gut, dann müssen wir selbstverständlich durch. Was ist das für ein komischer Baum? Hat der irgendwas zu bedeuten? Nicht wirklich. So, da Ob es oben. angekommen ist? Ah, da war dieser komische Farbwechselautomat, da wo man alle möglichen Farben hat nehmen können. So, warum ist jetzt Ich habe da echt so keine Ahnung. einer, wenn wir doch in der Mitte schon den ganz großen haben? Bringt das was? Was stinkt hier so? Nee, es scheint auch keine Aufgabe zu sein. Ich laufe jetzt als allererstes mal quer um das Stadion rum und schaue es mir an. Ach, da oben. Ich meine irgendwie, dass ich mich da schon stark erinnern kann, dass wir da was gemacht haben. Haben wir nicht hier sogar mal was kurz gemacht, obwohl wir gar nicht hier sein sollten? Weil wir hier irgendein Auto hingebracht haben oder so? Es kommt mir hier gerade alles irgendwie bekannt vor und doch nicht bekannt. Ich scanne jetzt mal das Stadion, bevor ich hier dauernd rumlaufe. Das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Da oben ist nur ein Superstein. Aha, also laut Scan ist hier beim Stadion schon mal nämlich gar nichts. Aha. Und das finde ich jetzt nicht mal dumm, das zu wissen, weil ich mir so einen Haufen Zeit sparen kann, denke ich mal. Nein. Gibt es hier sogar noch einen Superbau? Nee, den gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt bei diesem Gebiet echt gar nicht, wo ich hier groß anfangen soll. Hier unten zum Beispiel. Da dürften wir wahrscheinlich eher nicht gewesen sein. Schauen wir mal. Ich glaube, dass ich hier in diesem Gebiet viel scannen werde, weil es so riesig ist. Weil ich hier jetzt nicht ewig hängen möchte. Ah, da haben wir doch schon mal was. Und da drüben haben wir auch was. Wunderbar. So, zum einen kann ich da drüben irgendwas einfärben, glaube ich. Wann Kann geht's es los? Ist es sein? denn? Hier stand zumindest irgendwie gerade was von Hinweis. Sie hat doch vielleicht die Statuen. Ja, Tatsache. Die Statuen. Davon gibt es zwei. Ist die direkt da gegenüber? Leider nein. Die zeigt einem nur an, wie es sein soll. Dann wird die wahrscheinlich vorne sein. Vorne. Von dem Museum da unten. Oh, guck mal, da ist die Metro. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gerade eben zufällig gescannt. Ich glaube, das hatte ich jetzt aber auch so gesehen. So. Damit gibt es auch nur noch drei Bahnhöfe. Jetzt will ich aber erstmal wissen, wo die zweite Statue ist, die ich einfärben muss. Was für Denn ein das bringt mich Tag. zu einem Kostüm und Kostüm ist schon mal grundsätzlich immer gut. Ja, wir waren hier erst letztens, weil da oben nämlich dann was war, was wir uns schon abgeholt hatten. Ich erinnere mich. Wir waren hier mal,
glaube, weil wir entweder haben wir jemanden mit dem Auto gestoppt oder da haben wir nämlich dann auch die Rex Fury Statue zerstört. Deswegen. Aber wir haben deswegen trotzdem nicht wirklich viel hier. So, da ist die zweite. Wie eigentlich vermutet. Und das ist dann das dritte Kostüm hier. Toll, das gibt's genau auf der anderen Seite. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ah, musste es sein. So, hier scheint... Haben wir schon mal einen Fahrzeugdiebstahl? Nee, haben wir nicht. Dann scheiß drauf, dann machen wir den jetzt. Dann machen wir den jetzt, weil die Train Station haben wir gerade aktiviert. Das heißt, wir kommen ja auch recht schnell wieder zurück in das Gebiet. Dann ist das alles nur halb so wild. So. Smallissimo, wieder so ein ganz kleiner Käfer, den wir hier am Start haben. Irgendwie nicht so ein spannender Wagen gerade, aber was soll's. Aufgabe ist Aufgabe. So, dafür müssen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Boah, der Flughafen wird, glaube ich, auch interessant. Der würde mich auch interessieren. Es bleiben ja eh nicht mehr viele Gebiete, also von dem her können wir uns dem wahrscheinlich dann auch schon sehr bald widmen. Das letzte, was ich machen möchte, ist entweder der Festival Square oder Paradise Sands. Das weiß ich jetzt nicht. Da werden wir uns alle überraschen lassen. So, Bullen gibt es hier keinen. Macht die Sache definitiv einfach. Löst die Sache zwar nicht unbedingt, aber macht es einfacher. Ah, Pagode ist auch noch ein sehr geiler Ort, der mich interessiert. Hier fehlt mir... Hier habe ich erst 9 von 23 goldenen Steinen und 5 von 15 Kostümen, wobei ich schon 2 weiß, und die sind nämlich von dem Superbau, den wir gemacht haben. Ich komme später nochmal und gebe mir die Versicherungsdaten. So, eieiei, das Auto müssen wir nach Auburn bringen. Also wir müssen hier wirklich quasi eine kleine Weltreise machen. Das ist schon fast wieder eine anstrengende Geschichte. Da, das ist der Festival Square. Wie viel habe ich denn hier schon? Hier habe ich 3 von 20 goldenen Steinen. Also hier habe ich auch sehr viel zu tun. Mal gucken. Ich denke, das letzte Gebiet wird dann das sein, wo ich am meisten noch, machen muss. Das kann ich ja vorher schön rauslesen. Keine Ahnung, wie viel wir bei Paradise Sands jetzt schon gemacht haben. Dürfte aber auch echt nicht viel sein. Das war die gute Hurtigate Bridge. Die ist natürlich schon fertig. Ja, ja, es ist nicht mehr viel. Wie gesagt, 199 von 290 Kostümen haben wir im Moment. Es sind nur noch 90 Kostüme. Alleine 10 sammeln wir jetzt hier noch. Im Nobelviertel. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer hätte es gedacht, dass sich dieses Spiel tatsächlich irgendwann noch dem Ende neigt. Ich werde sehr traurig sein, wenn es vorbei ist. Denn bisher hat mir kein Open-World-Spiel so gut gefallen. Okay, vielleicht... Also von den Aufgaben her, vielleicht noch der San Andreas. Das war vielleicht schon noch ein Ticken geiler. Weil ich da einfach die ganze Country-Atmosphäre übrigens geliebt habe. Und Stunden verbracht habe, nur rumzucruisen. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Mein rein... Ach, jetzt kommen die Bullen. Mein rein so will ich ja als beste Open-World-Spiel GTA Vice City nennen. Weil ich Vice City halt einfach liebe über alles. Aber Lego City ist einfach das abwechslungsreichste und irgendwie doch coolste Spiel bisher. Naja, hat eine Spielzeit von ungefähr 50 Stunden für die 100%. Das ist absolut in Ordnung. Puh. Fahrzeug abgegeben, Gott sei Dank. Das war jetzt nämlich schon gut anstrengend. So, und jetzt würde ich ganz gerne wieder zurück. Dafür schnappe ich mir ganz kurz ein Auto und fahre dann mit der Bahn zurück zum Nobelviertel. Ja, das Problem ist halt immer, dass diese Fahrzeugstehlmission, die Fahrzeugdiebstähle, krass viel Zeit fressen. Da war die Metro Station da unten. Huah.
Und deswegen man meistens dann in der Folge nicht mehr viel reißt. Aber gut, das gehört einfach dazu. Und machen wir selbstverständlich auch gerne. Wobei jetzt die Mission war schon echt ein bisschen lame. Keine Bullen. Überhaupt keine Herausforderung. Tja. So, ab ins Nobelviertel bitte. Ich möchte ins Nobelviertel. Was ist denn das Problem? Jetzt mach doch einfach. Hallo, Reisen. Dankeschön. Kann ja nicht so schwer sein. So. Oh, jetzt müsste ich sogar das Kostüm recht easy abholen können, weil das auf der anderen Seite des Museums war, ne? Das ist natürlich jetzt wiederum sehr praktisch. Und nehme ich gerne mit. Da ist es auch schon. So. Das ist nämlich Bucky Butler. Wer kennt ihn nicht? So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen eklig. Deswegen werde ich gleich mal scannen. Leute, ich scanne. Ich gönne mir das. So, da drüben haben wir nämlich auch schon wieder was. Ich muss das eigentlich gar nicht markieren. Ich will eigentlich nur wissen, wo in etwa in irgendeiner Richtung was ist. Das würde mir eigentlich schon reichen. Ich muss jetzt hier nicht jeden kleinen Automaten eigentlich scannen. Mal hier ist jetzt nämlich zum Beispiel der Geldautomat. So. Oh, da dürfte es auch nicht mehr viele geben, ne? Vier Stück noch. So, hier geht's zum Flughafen. Oh, hier haben wir eigentlich sogar ganz gut was. Nicht schlecht. Sollte einen Saft trinken. Na dann pack ihn doch aus, den Tiger. Ja, kennt ihr nicht den Tiger in dir? So. Weiter geht's hier im Nobelviertel. Ich laufe jetzt einfach mal die Stadt entlang, da sehe ich doch Powerbohrer. Da sehe ich doch Powerbohrer, Mann. Also was heißt Power... Nee, da waren wir schon oben. Da waren wir schon oben, weil da sehe ich schon, dass da nur noch ein blauer Stud ist. Das ist natürlich blöd, wenn so ein Riesen... Ach, da war der rote Stein, den wir ganz dringend gebraucht haben für die Superfahrwaffe, oder? Ich glaube schon. So, da war jetzt eine ganz kleine Unterbrechung. Ja, ja, das war dieses Spielzeugmuseum. Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Ah, schon wieder Kaugummi-Automaten basteln. Naja, okay. Ach, hier war dieser Ort, wo wir damals uns mit Winnie dann getroffen haben. Oder zumindest das Auto hinbringen mussten. Mit Blackwell doch, glaube ich, oder? Bin mir da nicht mehr sicher. Ist so lange her. So, mal sehen, ob wir hier auf dieser Seite vom Nobelviertel noch was finden. Da oben. Da oben ist doch was. Es ist ein Kostüm und der Kaffee. Jawohl. So stelle ich mir das in etwa vor. Wunderbar. Na, ein bisschen was möchte ich hier schon noch finden. Also die Hälfte hätte ich eigentlich schon ganz gerne an goldenen Steinen und an Kostümen. Dazu bräuchte ich jetzt noch mindestens einen goldenen Stein und ein Kostüm. Das wäre für mich ein Fortschritt. Schaue ich mal, ob ich da auch so hochkomme. Wahrscheinlich nicht. Wenn, dann müsste ich das schon mit dem Alien machen. Oh, ganz knapp. Okay, dann ist das eine Aufgabe für Frank. Da haben wir wen? Officer Park. Gut, hier ist aber auch schon wieder Schluss. Wenn ich aber mal wieder scannen. Und einmal nach links und rechts gucken. Ob wir hier irgendwas... Oh mein Gott. Da ist eine Katze. Und hier habe ich extremst viele Hinweise. Also dann markiere ich jetzt mir lieber mal die Hinweise. Also nicht vier Hinweise nebeneinander. Hinter dem Haus. Dann gehört das ja wahrscheinlich zum anderen Gebäude. Zum Flugplatz halt dann quasi. Das ist auch nicht so gut. Da oben war jetzt noch eine Katze. Die hab ich ja so nicht gesehen. Oh, warte mal, da haben wir einen Teleport. Nee, da haben wir vielleicht das Alien. So, Messi, was hast du noch so drauf? Na, dann schauen wir mal, ob das hier das Alien ist.
Tatsache, es ist das Alien. Okay, das nehme ich gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Komm mal her. So, Alien schnappt Alien. Und damit haben wir das 13. Alien auch schon geschnappt. So, die Frage ist, wo habe ich jetzt die Katze gescannt? War die da oder war die vielleicht dann doch da? Ich schaue mich jetzt hier mal noch weiter um. Denn hier gibt es wohl noch etwas mehr zu tun. Hier habe ich nämlich zumindest gesehen, dass es noch weitergeht. So, hier haben wir nicht nur einen Superstein. Oh, hier könnte die Katze durchaus sein. Erstmal den Superstein abholen. Also hier wird wahrscheinlich auch wieder sehr viel mit Dächern gearbeitet. Oh Mann. Oh Mann, sehr viele Dächer. Das kann ja was werden. Da unten haben wir ein Trampolin. Das bringt mich nicht weiter. Da haben wir einen Megastein. Das sieht mir schon fast wieder nach dem Parcoursweg aus. Könnte er durchaus sein. Komme ich hier hoch? Ja. Oh, doch, da ist die Bande. Da ist die Bande. Ja, ich glaube, die nehme ich jetzt sogar mit. Na, wo wird sie wohl sein? Im Museum, was? Doch nicht. Doch, da ist es doch. Habe ich doch gerade schon markiert. Also, da, aus der Garage da unten kommt er raus. Also, der Fahrzeugdiebstahl. So, die Frage ist, wo ist jetzt mein Auto? Da unten ist es. So, der Hero. Auf die Seite, Junge. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, was ich hier veranstalte. Ich glaube, das wird nix. Oder der hat jetzt schon ganz schön guten Vorsprung. Mit sehr viel Glück kriege ich den vielleicht noch. Glaube aber fast nicht, muss ich sagen. Komm nochmal hier bergab mit ein bisschen Nitro. Wenn er jetzt ein paar Kurven fährt, wo ich gut abkürzen kann, dann ist es vielleicht machbar. Oh, fährt hier durch den Google Park. Das wird sicher Ärger geben. Ich glaube, ich habe hier gerade ein bisschen verkackt. Ja, der fährt hier nämlich die ganzen Abkürzungen selbst, die ich nicht fahre. Was natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöd ist, weil dann ist er natürlich sehr viel schneller als ich. Und mit dem Auto werde ich erst recht gar keine Chance haben. Das mache ich nochmal. Ich muss den schon sehr viel früher stoppen. Weil das war irgendwie nix. Dann haben wir immerhin beide Fahrzeugmissionen gespielt. Dann kann ich auf Air wieder zurückfahren und wir können im nächsten Part direkt wieder in Nobelviertel starten. So, jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Da steht es jetzt ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Okay, wie gesagt, das steht hier gerade ein bisschen ungünstig. Wahrscheinlich werde ich den Sprung auch runter nicht packen. Aber egal, no risk, no fun, was? So, Verdächtiger fixiert. Sehr lustig, wenn wir den Stunt schaffen. Und los, komm, 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 komm. Das war ja dann doch irgendwie vorhersehbar. Jetzt versuche ich aber abzukürzen. Ich krieg zu viel, ey. Steht mir da so ein behinderter Camping-Scheiß im Weg. Ernsthaft, Mann.
Nee, ich mach's ganz anders. Ich fahr jetzt schon mit dem Hero. Sollte eigentlich auch zu schaffen sein. Vor allem, weil ich ja jetzt weiß, wo er lang fährt. Und wo der Hero auch steht. Ja, ich kürze jetzt einfach ab. Ich weiß ja, dass er da zu der Brücke fährt. Dementsprechend kann ich ihn hier jetzt übelst geil abfangen. Tja, und schon guckt er blöd, hä? Ich würde sagen, der Plan ist voll aufgegangen. Laufe dir weiter hinterher. Und Honey auf mich zu verfolgen. Folgt und gewinnt. Und damit bleiben wir sogar im Nobelviertel und müssen nicht nochmal irgendwie blöd rumfahren. Wunderbar. Fahrzeugdieb verhaftet. 8 von 12. Kostüm. Nein, das letzte Fahrzeug, wohlgemerkt. Das letzte Fahrzeug. Freigespielt. Na, passt doch eigentlich. Naja, gut. 4 von 10 Kostümen, 10 von 17 Gold und Stein. Ist doch schon mal ein Anfang. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich denke, das Nobelviertel sollte in 3 Parts zu schaffen sein.